Ich möchte euch heute mal ein cooles Tool vorstellen, das heißt Aluga to go. Generell ist es so in Aluga, dass man viel mit einer KI macht und mit dem Dabber, also man geht da in ein Backend rein und legt da seine Segmente an und kann die mit der KI füllen und kann dann da was aufnehmen etc. und kann das auch alles exportieren. Aber dazu braucht man natürlich einen Bezahl-Account. Ansonsten ist das alles so ein bisschen umständlicher und um das Ganze einfach super zu vereinfachen, haben wir Aluga to go und das möchte ich euch heute vorstellen. Ihr braucht keinen Account auf Aluga. Ihr geht einfach auf aluga.com/to-go. Den Link packe ich euch unten rein und dann macht ihr Folgendes: Ihr kommt auf diese Oberfläche hier. Da könnt ihr auch die Sprache wechseln. Wenn ihr also zum Beispiel hier runter geht, könnt ihr die Sprache ändern: Deutsch, Englisch, was auch immer ihr wollt. Ich lasse das jetzt aber auch mal auf Englisch eben in meinem Fall. Dann hole ich mir ein Video von YouTube. Dieses Video geht 3 Minuten 16 und es ist in This is Englisch. India. This is Pakistan. It is pretty well known that India and Pakistan don't. So, und dieses Video möchte ich jetzt gerne in andere Sprachen haben und ich möchte gerne auch ein Transkript dafür haben. Also Untertitel, Closed Captions etc. Zunächst mal gebe ich hier den Link ein. Dann scrolle ich runter. Im Moment befinden wir uns nur in dem Fast-Modus. Hier wird also alles mit der KI gemacht. Die Sprache wird in der Regel erkannt von dem Video. Wenn nicht, kann ich einfach anklicken, kann dann die richtige Sprache auswählen. Und ich möchte zum Beispiel gerne Deutsch dazu haben. Ich suche mir eine Stimme aus. Hallo, willkommen im Aluga-Dappe. Ich freue mich, dir meine Stimme leihen zu dürfen. So, Deutsch reicht mir in meinem Fall. Und ich hätte gern das Ganze ein sogenanntes Ducking mit drin. Das heißt, ich möchte, dass das Original-Audio noch zu hören ist, aber leiser wird und das neu gesprochene lauter wird. Das mache ich zum Beispiel bei Interviews etc. In diesem Fall jetzt braucht es aber tatsächlich nicht. So, und jetzt kann ich auswählen, dass ich in Deutsch gerne das Video haben möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Sprache hinzufüge und sage, ich hätte gerne noch Spanisch dabei, dann sehe ich hier unten Deutsch und Spanisch. Hier im Spanischen könnte ich sagen, da reicht mir die Audiospur, wenn ich das so möchte. Aber ich möchte jetzt kein Spanisch, ich möchte nur Deutsch. Dann gebe ich hier die E-Mail-Adresse ein, an die mein Paket dann geschickt werden soll. Wenn ich einen Voucher habe, dann kann ich den hier eintragen. Den Voucher für 50% Rabatt, den packe ich euch unten mal in die Beschreibung mit rein. Der ist eine Zeit lang gültig. Wenn ihr das also ausprobieren wollt, dann könnt ihr das zu einem sehr guten Preis bekommen. Dann klickt ihr hier an, dass ihr mit allem einverstanden seid. Und dann geht ihr auf Request Transaction. Dann kriegt ihr einen fertigen Preis. Dann seht ihr hier, das Ganze kostet 4,80 € komplett fertig. Ein Video in einer neuen Sprache mit Transkription für die Videosprache, die vorhanden ist, und der Transkription für die neue Sprache und der Übersetzung dazu. Ich klicke dann auf Pay. Dann kommt mein Checkout, mit dem ich das Ganze bezahlen kann. Und wenn das Ganze dann bezahlt ist, dann bekomme ich zwei E-Mails. So, die erste Mail, die ihr bekommt, ist eine Rechnung für euer Aluga2Go-Projekt. Da steht dann oben der Name, wann ihr das gemacht habt, wie ihr bezahlt habt und was das Ganze gekostet hat. Und die könnt ihr euch auch runterladen, etc., diese Rechnung. Und die nächste E-Mail, die ihr bekommt, und das ist die spannende E-Mail, das ist die E-Mail, dass euer Projekt jetzt fertig ist und heruntergeladen werden kann. Für mich hat das jetzt ungefähr 8 Minuten gedauert, dann war mein Projekt zum Herunterladen fertig. Ich klicke jetzt also hier auf Download Results. Dann wurde mir eine aluga.zip heruntergeladen. Das kann ich jetzt entpacken. Jetzt seht ihr hier, ich habe jetzt hier einen neuen Ordner und jetzt wird es spannend. So, jetzt gucken wir mal, was da so drin ist. Erstmal ist hier ein eng.vtt. Das ist mein englisches Transkript, wenn ich das also aufrufe. Dann habe ich hier mein Transkript drin, was im Englischen erkannt wurde. Dann habe ich hier mein deutsches Transkript, meine kompletten Übersetzungen und jetzt öffne ich mal mein neues Video. Das ist da Indien, das ist Pakistan. Ich habe jetzt also ein fast 4 Minuten langes Video für knapp 4 € komplett auf YouTube, Vimeo oder Aluga auf der Aluga2Go-Plattform transkribiert, übersetzt und mit einer KI eingesprochen bekommen.
Ich finde es super spannend, es ist super günstig und geht super schnell. Und wenn ihr den Code benutzt, den ich euch da unten reinpacke, spart ihr sogar nur 50%, dann hätte ich hier 2,30 Euro bezahlt. Das Video, was ihr dann habt, das könnt ihr auch wieder auf euren YouTube-Kanal packen und erreicht ganz viele Menschen. In diesem Sinne, ich bin der Bernd, schaut mal bei uns vorbei, bis zum nächsten Mal, tschüss.